kaum zu glauben, aber wahr, es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen und schön, dass auch du heute wieder eingeschaltet hast, denn wir machen weiter in unserer großartigen Serie Averoa Carambola, Sternfruchtbäumchen, ja, in aller Munde, mittlerweile auch durch Instagram. Pass mal auf, wir haben sie durch Stecklinge vermehrt und das ist jetzt unser erster, den wir damals durch einen Steckling vermehrt haben, im Wasserglas bewurzelt. Wunderschönes, kräftiges Grün, steht bei 300 bis 500 Mikrosiemens im Anstauverfahren. Klappt wunderbar, das ist sowas von genial. So, und hier sehen wir unser Wäldchen, das wir zurückgeschnitten hatten und auch hier dementsprechend schon mal Stecklinge von gemacht haben. Und wir sehen hier eine, das ist die, die wir bewurzelt haben lassen im Kondenswasser. Ne, vom Trockner, das wollte ich schon sagen, im Kondenswasser. Trockner in dem Sinne. Ne, also Wasser vom Kondenswasser. Das Wasser vom Kondenstrockner, so. Hat genial funktioniert. Auch die anderen gibt es noch, zeige ich euch gleich auch. Die habe ich noch nicht eingepflanzt, auch noch nicht gedüngt. Bei der Variante ist jetzt so, die hat mir vor kurzem eingepflanzt und die hat dann gesagt, ich sollte sie mal düngen. Bisher habe ich es noch nicht gemacht. Werden wir heute machen. Ich habe das schon mal angesetzt auf 500 Mikrosiemens. Und zwar haben wir, nee, gar nicht mal 400, bei 3 bis 500. Ne? Also hier haben wir jetzt 400 Mikrosiemens drin. Und hier ist das Wasser vom Kondenstrockner drin. Deswegen habe ich das jetzt hier abgefüllt, damit ich mich da nicht vertue. Und dementsprechend werden wir die Pflanze heute das erste Mal düngen hier im Vulcatec Kakteen Premium Substrat. Auch im Anstauverfahren das Ganze. Sie ist bisher tatsächlich gewachsen, also kam auch jetzt mit dem, was drin war im Prinzip, bedingt durch Vulcatec Substrat, Kakteen Premium Substrat, kam sie gut zurecht. Ne? Aber jetzt ist tatsächlich notwendig, denn sie hat ein sehr helles Grün, muss jetzt also auch langsam mal dunkler werden. Ähnlich wie natürlich diese Pflanze hier, das hat man dann im Vergleich mal, ne? Ist schon ein ganz anderes Grün, das kann man schon mal erkennen. Ne? Von daher ist das jetzt das erste Mal, dass wir sie gemeinsam gedüngt haben und dann dementsprechend mit dem Wasser vom Kondenstrockner. Um mal zu gucken, wie die Pflanze darauf reagiert, denn es sind ja eigentlich empfindliche Pflanzen. Ne? Von daher ist das schon mal eine coole Sache, dass wir das erstmal damit gestartet haben. Werden wir später noch andere Sachen machen, könnt ihr natürlich auch schon machen. Das logischerweise, ich kann nicht so viel auf einmal machen. Ich gehe eins an, das beobachten wir. Nehmen wir das nächste dabei. Ne? Ich habe hier nur, ne, weiß Bescheid, nicht 10.000 Quadratmeter. Von daher schauen wir mal, wie es damit dann dementsprechend weitergeht mit dem Wasser aus dem Kondenstrockner. Das Wasser riecht immer noch, also ich habe es abgefüllt im Kanister, riecht immer noch nach Blumen, ich weiß Bescheid. Ne? So, okay, das kurz dazu. Es gibt heute wieder einiges, was ich machen möchte mit euch gemeinsam. Von daher würde ich sagen, fangen wir jetzt mit ein paar Detailsachen erstmal an. Auch Mammutbäume werden heute zur Aussaat bringen. Die Urwaldmammutbäume, Metasequoia glyptostroboides. Die Samen aus dem Kurpark von Bad Riburg, ne? Damit wir da schon mal einen Keimtest haben für die Zukunft. Und ja, es gibt noch ein paar andere Sachen auf jeden Fall. Würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach an. Ne? Denn ansonsten kommen wir gar nicht vorwärts, wenn ich euch die Ohren voll quatsche. So, dann schneiden wir das Ganze jetzt zurück. Unser Wäldchen, das schneiden wir immer wieder zurück. Ganz einfach, weil wir hier von Stecklinge machen möchten. Und auch gucken möchten, wie dieser Wald oder die Pflanzen darauf reagieren mit der Zeit. Also immer wieder zurückschneiden, zurückschneiden. So ganz nah kann, hole ich es jetzt mal nicht ran. Wir schneiden so weit zurück, wie wir es letzte Mal geschnitten haben. Etwa ein bis zwei Blätter darüber, also Augen in dem Sinne. Ne? Damit das also nicht kräftig weiter wächst, das Ganze. Also höher wird in dem Sinne. Sondern das Ganze so nach und nach ein Stückchen sich entwickeln kann. So, jetzt haben wir bei dem einen Pflänzchen hier sogar schon zwei Triebe, die sich entwickelt haben. Das heißt, wir müssen auch beide zurücknehmen. Damit, wie gesagt, das Ganze neu austreibt und nicht der eine Trieb, den ich jetzt zuletzt abgeschnitten habe, dann dominant weiter wächst. Das kennen wir ja schon vom Schneiden von der Bonsai-Technik her. Von daher werden wir also komplett alle Triebe hier zurückschneiden, damit das Ganze also komplett neu austreibt. Ne? Also da achten wir schon drauf. So, jetzt sehen wir auch gelbe Blätter. Das ist aber ganz normal, weil das ist im inneren Bereich. Das ist, ne, da kommt kein richtiges Licht hin und da werden die Blätter dann dementsprechend natürlicherweise auch gelb. Das ist also auch ganz normal. So, und damit das Ganze ein bisschen schicker aussieht, werde ich die jetzt auch mal abschneiden. Das, weil die fallen sowieso ab mit der Zeit. Von daher können wir die jetzt auf jeden Fall schon mal abnehmen. Weil, wie gesagt, bedingt dadurch, dass hier kein Licht reinkommt im inneren Bereich. Das ist ganz normal, das kann man auch draußen beobachten in der Natur, dass die Bäume also im inneren Bereich die Blätter alle abwerfen, abschmeißen in dem Sinne. Ne? Okay, so, das Ganze ist jetzt hier im Anstauverfahren, hier steht kein Wasser mehr drin. Das heißt also, ich werde heute auch hier dementsprechend aufdüngen bei 300 bis 500 Mikrosiemens, Pi mal Daumen im Prinzip. Wir haben das Interessante wird hier bei der Geschichte, wie entwickeln sich diese Bäumchen hier. Ne? Mit den Stecklingen, das haben wir ja schon durch, das läuft, das funktioniert, sogar mit dem Wasser aus dem Kondenstrockner, das werden wir auch heute so machen. Die Stecklinge werde ich dann dementsprechend gleich dort hineinpacken. Zeige ich jetzt nicht, wie ich das mache, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ne? Sonst wird das hier heute wieder too much, wir wollen ja nicht immer das gleiche sehen, von daher. So, die alten Blättchen nehme ich auch mit runter.
Und dann werde ich, wie gesagt, das Ganze jetzt aufdüngen. Muss ich aber noch ansetzen. Das mache ich gleich alleine. Ne? So, sieht das Schätzchen aus, was wir jetzt hier im Kondenswasser vom Trockner dementsprechend sich entwickeln lassen. Heute zum ersten Mal mit Nährstoffen. So, ich glaube, dann haben wir soweit hier alle, jetzt habe ich auch geplüttert, alles durch. Moment, noch nicht ganz. Es gibt noch etwas. So sehen jetzt die Stecklinge aus. Recht blass, man schon sehen kann. Teilweise schon gelblich, aber es ist okay noch. Alles funktioniert soweit, alles okay. Warte mal, ich fahre mal ein bisschen tiefer, das ist wahrscheinlich einfacher, dass wir uns jetzt mal die Wurzeln ansehen, denn auch die sind richtig genial am Wachsen, man sieht hier. Das klappt also wunderbar in dem Wasser vom Kondenstrockner. Das ist also total cool. Wurde noch nicht gedüngt, deswegen ist das auch, ja, ich sag mal, relativ klar. Wird immer mit Kondenswasser aufgefüllt, das Ganze dementsprechend. Ja, und das war am 19.08.2019, haben wir die reingestellt. Ne? Okay, dass wir das dann weiter beobachten, was ich genau mitmache. Ich habe im Moment keinen Plan, weil ich halt viele andere Sachen noch im Kopf habe. Aber sie laufen ja nicht weg, das ist ja nicht so tragisch. Ne? Von daher, soweit schon mal ganz okay, würde ich sagen. Zumindest läuft. Pass mal auf, dann nehme ich mal die anderen jetzt, stelle hier hin, die ich jetzt gerade gemacht habe. Das ist dann heute vom 2.11.2019. Die sehen jetzt so aus, die haben wir ein schönes Grün. Ne? Und dann warten wir mal ab, wie lange das hier dauert, bis sie anfangen Wurzeln zu machen. Okay, das kurz zu den Stecklingen im Wasser. Dann schauen wir jetzt auch bei diesem Sternfruchtbäumchen mal rein. Wasser ist relativ viel noch drin, also zwei Drittel. Gewachsen ist sehr schön. Wir hatten vor kurzem hier schon mal was zurückgeschnitten. Die beiden unteren Äste sind jetzt so im Wachstum sehr, sehr, sehr verhalten. Das Ganze ist dominant oben am Wachsen. Im Moment lassen wir es noch. Wir warten noch ein bisschen. Bei gegebener Zeit werden wir das wieder zurücknehmen. Wir müssen aber diese beiden Äste hier beobachten. Nicht, dass die uns so stark vernachlässigt werden, dass sie gegebenenfalls sogar absterben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ne? So, ich nehme jetzt mal eben raus hier, damit ich mal nachmessen kann, was hier Sache ist und wir uns auch die Wurzeln ansehen können. Also das sieht sehr gut aus. Die können wir auch noch dran lassen, das ist auch okay. Ja, aber ich will es wissen, damit wir mal gegebenenfalls eingreifen können. Ja, sollten wir auch. Wir haben hier 114 Mikrosiemens nur noch drin. Also auch hier habe ich jetzt zweimal schon mit normalem Wasser, in dem Sinne Osmosewasser, nachgegossen. Das ist also jetzt tatsächlich zu wenig. Also wir sollten doch dazu übergehen, bei jedem Gießen mal nachzumessen. Voraussichtlich wird es tatsächlich so sein, dass wir also ständig im Prinzip die Düngerlösung in der Konzentration bei 300 bis 500 Mikrosiemens nachgeben können. Also da sind wir jetzt mehr oder weniger noch in der Testphase. Gießen mal ein bisschen Wasser raus, dass noch eine Pfütze unten drin ist. Ich habe nämlich schon Dünger angesetzt. So, kleine Pfütze noch drin, allerdings ein bisschen mehr. Und zwar das Ganze auf 570 Mikrosiemens. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber wir behalten das erstmal so bei 500 in dem Sinne. Ne? Von daher, mal gucken. Ich könnte es auch durchs Loch reinfüllen, aber ich fülle es jetzt einfach mal so rein. Wie gesagt, kleine Pfütze ist noch unten drin. Wenn hier auch mal mehr Wasser drin stehen sollte, als drin ist als sollte, ist nicht so schlimm bei diesen Substraten. Also das kann auch ruhig im Wasser stehen, das ist nicht so tragisch. So, okay, jetzt hätte ich vielleicht erst messen sollen. Aber ich gucke mal, wie es mit dem Wasser passt. Ja, passt. Super, okay, dann sollten die Werte jetzt auch dementsprechend passen. Pass mal auf, ob man hier keinen Mist baue, wenn das Ganze umfällt. Nochmal anmachen, hold, reintauchen, einmal drücken. Und wir haben jetzt 420 Mikrosiemens. Ja, also ich schon. Klappt, würde ich sagen. Ne? Super, also da achten wir jetzt drauf bei diesem Selbstbewässerungssystem. Ob wir tatsächlich jedes Mal mit Nährstoffen nachgießen können. Aber das werden wir auch gemeinsam beobachten. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man da nicht sofort alles so macht, man denkt, sondern nachmessen, beobachten und dann können wir das aus Erfahrung auf jeden Fall mitnehmen. Okay, das dann jetzt zu dem Averroa Carambola. Dann haben wir jetzt auch alles. Ne? Das ist ein Schätzchen, den ich kann es nochmal kurz zeigen im Bilde vielleicht. Das hat ein sehr kräftiges Grün. Ne? Also man sieht, sie können auch ein bisschen mehr, aber da muss man ganz vorsichtig sein. Ne? Vor allem, wenn wir jetzt tatsächlich dazu übergehen, dass in dem Verfahren, dass wir immer mit Düngerlösung nachfüllen, ne? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also nichts beeilen jetzt oder dergleichen. Von daher, ja, okay, denke mal, läuft.
So, dann werden wir auch gleich weitermachen. Gleich mit was anderem. Das ist hier die Düngerlösung, die ich angesetzt habe. Ich fülle jetzt einfach hier mal reines Wasser nach, um die Konzentration dann dementsprechend zu verringern, damit ich die anderen Sachen auch damit gießen kann und düngen gleichzeitig. Da bin ich noch vorsichtig. Also, ne, nicht zu viel auf einmal. Wir wissen, Nährstoffmangel kann man beheben. Aber wenn dann tatsächlich zu viel drin ist, so hier sind wir tatsächlich bei 400. So, dann passt das nämlich auch wieder. Pass mal auf. Wir haben nämlich jetzt unser Schätzchen hier. Unser Granatapfelsteckling hier dementsprechend jetzt als Hochstämmchen in der Anzucht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie viel braucht er oder nicht. Wir wissen, die Konzentration ist okay, das passt. Von daher, wenn wir es jetzt so handhaben, auf, wir gießen das Schätzchen jetzt einfach mal mit dieser Konzentration durch, ne, bis es unten durchläuft. So, ups. So, das lasse ich jetzt weglaufen. Und wenn das weggelaufen ist, dann stecke ich das Schätzchen hier wieder rein. Ne? Also, dass hier nicht zu viel Wasser mit drin ist in dem Sinne. Dass wir da auf der sicheren Seite sind. Ne? So. Okay, also ist er jetzt auch versorgt, nicht überversorgt, denn wir wissen bei diesen Bäumchen, die Blätter fangen an kruselig zu werden, wenn sie überversorgt sind. So, was ich auch machen werde, er steht schon am Wind, auf jeden Fall, damit er stabil wird, ne? Aber hat natürlich eine Neigung, ganz klarer Fall. Das ist also auch ganz normal in dem Sinne, aber er fällt nicht um, das ist schon mal okay. Das heißt also, ich werde heute hier mal einen Stab beistecken und ihn dementsprechend hier mal anbinden in dem Sinne damit oder so, ne, wenn es auch so geht, ist auch okay, dass er also ein bisschen mehr in die Senkrechte schon mal kommt. Wobei er noch ganz dünn ist, also das kann man auch später noch regulieren, aber dann habe ich ihn jetzt nicht mehr hier so schief rumstehen, sondern dementsprechend etwas gerade schon mal. Ne? Okay, dann würde ich sagen, läuft das hiermit auch erstmal. Umtopfen tun wir im Moment noch nicht. Wir haben noch kein Wurzelwachstum, was hier durchkommt. Also von daher ist das noch okay. Er ist also in dem Sinne noch ausreichend hier versorgt mit der Wurzel, wollte ich gerade Wurzelmenge, sondern mit der Substratmenge im Verhältnis zu den Wurzeln. Ne? Oh Mann. So, jetzt muss ich kurz eine Pause machen. Moment, ich komme. So kann es gehen. Fast verpeilt und vergessen. Ich hatte doch gesagt, wollten wir was anderes mit dem Steckling machen, von der Abroa Carambola. Das heißt, sie kommen heute in die Steinbollwürfel. Ich stecke mal so ein bisschen die Löcher nach, die hier schon drin sind, damit man das Ganze nicht knickt in dem Sinne. Ne? Ein bisschen bis unten hin. Komm. Steche mal einfach mal bis unten hin. So, siehst du wohl. Ja, weil das hat mir nämlich eigentlich vorgegeben, zu gucken, ob das vielleicht auch geht. Ne? Ja, gut, dass ich mich daran erinnert habe. Jetzt haben wir hier einen recht großen Steckling sogar. Ne? Also stecken wir auch bis unten rein, das Ganze. Also da bin ich jetzt mal gespannt drauf, was sich daraus jetzt ergeben wird. Ne? Denn die letzten Stecklinge, die wir gemacht haben, die sind noch immer nicht wirklich bewurzelt. Die haben zwar Callos gemacht, aber noch kein Wurzelwachstum. Von daher machen wir das heute mal so und beobachten das Ganze, wie das so funktioniert. Und hat das vorhin schon draufgeklebt, aber das ist nicht so schlimm. Das können wir wieder abziehen. Dann klebe ich das jetzt einfach hier drauf. Dann wissen wir, dass wir das gemacht haben heute. Ne? Osmosewasser und Moment, nicht Osmosewasser. Doch, jetzt Osmosewasser. So, meine Güte, doch jetzt, ja. Vorher hatte ich ja hier das andere Wasser drin. Jetzt haben wir hier aber tatsächlich Osmosewasser drin. Um mal zu gucken, wie das damit dann funktioniert. Also da bin ich mal gespannt drauf. Ne? Mal gucken. Lassen wir uns überraschen, was damit passiert. So, jetzt haben wir aber Rohr Carambola, glaube ich, aber auch durch für heute. Glaube ich. Ja, mal wieder etwas durcheinander. Dann kommen wir jetzt heute zur Aussaat von den Mammutbäumen. Metasequoia glyptostroboides. Ne? Wir haben jetzt 2 Tage eingeweicht hier drin im Wasser. Einmal hier mit dem heißen Wasser übergossen, einmal mit lauwarmem Wasser übergossen. Die sind dann hier im Zimmer halt stehen geblieben und dann dementsprechend aufgequollen in dem Sinne. So, das Ganze packen wir jetzt einfach hier drauf. Dann sind die gleich ein bisschen trockener. Das ist dann nämlich einfacher, als wenn die so matschig sind. Ne? Von daher einmal kurz aufs Zeber gelegt, dass das ein bisschen Wasser aufsaugen kann. Und dann können wir die gleich einfacher zur Aussaat bringen. Das klappt ganz gut. Ich habe es jetzt hiermit auch gemacht und von daher ist das soweit okay. So, ja, ich werde alle Samen reinpacken, da ich nicht weiß, ob sie keimfähig sind, inwieweit sie keimen werden oder wie auch immer. Also packen wir alle Samen da rein. Ne? Dann haben wir dementsprechend vielleicht einen oder zwei, die dann keimen. Ne? Wollen wir mal gucken. So, das Ganze kommt hier in den Behälter rein. Legen wir die Samen. Das geht ganz gut. Ne? Das klappt wunderbar. Kannst sie einzeln abnehmen hier und dann schön drauf streuen. Das hatte ich mir anfangs schwieriger vorgestellt, ist aber bei der Verfahrensweise jetzt relativ einfach. Das klappt wunderbar. So, meine Lieben, tja, dann haben wir es endlich geschafft. Ich werde noch eine Aussaat heute machen, die zeige ich jetzt aber nicht mehr. Und zwar im trockenen Zustand in dem Sinne, ne? Also nicht vorher eingeweicht, damit wir da auch einen Vergleich haben,
das Ganze dann dementsprechend zu verfolgen. Das Einzige, was ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, ist eine Kaltstratifikation der Samen. Das machen wir gegebenenfalls später, falls das hier gar nicht klappen sollte. Oder ich mache es auch noch so zwischendurch mal, ne? Dass wir das dann dementsprechend verfolgen können. Ich werde es dann notieren, nicht direkt dann jetzt im Film machen, sondern ne, für mich im Prinzip selber. So, das Ganze decken wir jetzt ab. Ja, hier im Prinzip, jetzt kannst du sagen, 1 cm, so etwa 1 bis 2 cm. So ist die Samen also wirklich unter dem Substrat liegen. Ne? Das ist schon wichtig. Und das Ganze werden wir gleich auch ordentlich angießen. Kann auch ein bisschen Wasser drin stehen. Das ist der Vorteil dabei, bei diesem Substrat, dass da Wasser drin stehen bleiben kann. Ne? Das ist natürlich genial. Das ist also vereinfacht die ganze Sache. So. So, das sollte okay sein. Jetzt noch Wasser bei. Da bin ich aber so gespannt drauf, wie das jetzt klappt. So, nicht zu viel auf einmal. Wie gesagt, unten kann ruhig ein bisschen Wasser drin stehen. Ist okay. So, dann machen wir das Ganze zu. Ja, das lassen wir jetzt bei Zimmertemperatur stehen. Das machen wir als allererstes mal so, ne? Einfach um zu gucken, ob die tatsächlich so einfach auch keimfähig sind, oder ob es da irgendeine besondere Bewandtnis noch für braucht. Wie gesagt, eine Variante mache ich noch selbstständig, dann jetzt ein trockener Aussaat, und dann werde ich mal ein paar Samen kalt stratifizieren im Kühlschrank und mal gucken, ob das überhaupt notwendig ist, ne? Dass wir das dann auch dementsprechend verfolgen können. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Yippie-yay-yay. Also da bin ich jetzt mal so gespannt drauf. Mal schauen, ob ich das jetzt so hinbekomme. Hier haben wir noch die Averoa Carambola, das auch alles vervollständigt haben hier, ne? In der Schale. Das funktioniert genial. Also man kann mit der Pflanze schon viel machen, wenn man weiß, dass man sie nicht überdüngen sollte, ne? So, dann schauen wir uns diese auch nochmal an hier. Das ist auch eine mit der ersten. Hier ist jetzt so gegeben, dass sich hier ein Ast entwickelt. Und zwar, kriegen wir das so drauf? Ja, guck mal. Unterhalb des dicken Astes, ne? Und zwar dieser hier. Den werde ich jetzt einfach mal entfernen, denn der hat dort nichts zu suchen. Wir haben also hier diese beiden Hauptäste im Prinzip, und dann soll hier das Ganze nach oben sich weiterentwickeln. Also der muss jetzt tatsächlich dort weg, dass wir das dann auch mal mitnehmen. Diese Maßnahme war dann halt jetzt hier bei diesem in Bonsai-Vorbereitung dann tatsächlich notwendig. Das ist so genial, was mit diesen Pflanzen alles möglich ist. Das ist mega cool. So, meine Lieben, wir kommen zum Schluss für heute. Ganz kurz gezeigt, was wir lange nicht gesehen haben, das Unsterblichkeitskraut. Es hat noch keinen Platz gefunden bei mir. Es steht momentan auf dem Regal, befindet sich also auch im Wachstum jetzt. Das ist schon mal ganz schick anzusehen. Geht soweit noch gut, bekommt nicht ganz so viel Licht. Naja, muss ich mal gucken, wo ich es demnächst mal hinstelle. Denn seitdem das Ding stand ja sonst hier oben immer drauf auf dem Aquarium. Von daher habe ich jetzt momentan nicht wirklich einen Platz, wo das Ganze runterranken kann. Oder ich bastle mir was, dass es hochrankt oder wie auch immer, weiß ich noch nicht. Ich wollte es mal kurz gezeigt haben. Es geht ihm also wirklich richtig gut. So, also man kann mit der Averoa Carambola eine ganze Menge machen. Wir haben auch den ganz großen, aber den zeige ich jetzt heute nicht nochmal. Habe ich ja vor kurzem mal erst gezeigt dann dementsprechend. Von daher nehmen wir das heute einfach so mit. Dass es vor allem genial ist, dass man sie durch Stecklinge ganz einfach vermehren kann und tatsächlich auch in solch kleinen Schälchen halten kann, wenn man einen grünen Daumen hat in dem Sinne. Da klappt das wunderbar. Ansonsten in der Selbstbewässerung von der Hutzeit ist natürlich das Geilste überhaupt, ne? Weil da brauchst du dich ja eigentlich nicht drum kümmern. Und da sind wir jetzt auf dem Wege wirklich bei jedem Gießen. Wenn wir denken, dass mit normalem Wassergießen, also mit Osmosewasser, dementsprechend nicht aufgedüngt, dann doch vorher nachmessen, und wenn die Werte passen, dann tatsächlich das Ganze anzupassen, was also um den Dreh bei 500 immer liegen, dann sind die Pflanzen also durchgehend versorgt. Das ist dann wesentlich einfacher, als wenn man einmal kräftig düngt, was die meisten sowieso nicht vertragen, auch gerade bei der Averoa Carambola muss man ein bisschen vorsichtig sein. Von daher konstant einen gewissen Wert halten. Ich denke mal, da sind wir auch hier in dem Sinne auf einem richtigen Wege. Okay. Bei den Mammutbäumen, da bin ich aber hier richtig gespannt drauf. Also wenn uns das gelingen sollte, dass die tatsächlich anfangen zu keimen, soweit ich weiß, sollte das gar nicht lange dauern, ne? So 2-3 Wochen ungefähr. Aber das weiß ich noch nicht. Das werden wir jetzt erfahren. Von daher schauen wir mal, wie es dann mit den Mammutbäumchen weitergeht. Ach, das ist so hübsch anzusehen, was alles möglich ist im Reich der Pflanzen. Das ist sowas von genial. Ach so, guck mal, die trappt übrigens jetzt hier seitlich unten aus. Kann man das erkennen? Ja, ne? Sieht man. Dort. Ne? Treibt sie aus der Erde heraus, aus dem Substrat in dem Sinne. Ne? Auch mal interessant so mitzunehmen, was alles so geht. Das gehen ja vor allem hier Topf in Topf. Ne? Du stellst einen Topf rein, gut ist. Und vor allem kannst du dann bei gegebener Zeit einfach mal rausnehmen und gucken, was Sache ist. Ne? Wenn die Wurzeln zurückgeschnitten werden sollten, dann schneidest du einfach zurück und gut ist. Überhaupt kein Problem. Also das ist schon eine coole Sache. So, Mann, jetzt aber Feierabend für heute.
würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.